Wer kennt es? Spring in die Pfütze ist ein Buch, wo man hineinkribbeln kann. Und zwar von der lieben Victoria und Sarina. Und im Vlog-Style sind wir heute am 24.08., wo wir gemeinsam schreiben oder ich euch erzähle meine Gedanken dazu. Wie auch immer. So, okay, oben läuft der Staubsauger. Hier wuselt noch mein Partner herum, aber das ist egal. Okay, es wird kreativ, denn heute style deinen perfekten Donut. Und was für eine Füllung muss der Donut geben? Das heißt, ich darf malen. Füllung. Ich mag es eigentlich auch fruchtig, so ist es nicht. Aber ich bin ein Schokoliebhaber. Ich liebe es, wenn es schokoladig ist, besonders wenn es in Richtung Nutella geht. Deshalb würde ich jetzt sagen, die Füllung müsste Schokolade sein. Der Guss darf dafür Erdbeerglasur sein. Jawohl. Mit so Streusel obendrauf. Ich werde nie mal versuchen zu zeichnen und zeige euch das natürlich. Endergebnis. Endergebnis und dies mit super teuren Stabilo-Stiften. Da ich meine Farbstifte zurzeit nicht gerade finde oder in Griffnähe habe. Aber, naja, er sieht nicht schlecht aus, er sieht sogar lecker aus. Obwohl ich muss sagen, ich habe mir so Gedanken gemacht beim Malen, Zeichnen. Gehen wir davon aus, ich bin ja in der Schweiz zu Hause, ich würde in die Migros gehen. Und ich würde wahrscheinlich keinen Donut kaufen. Ich liebe die Berliner aus der Migros, so Vanilleplunder oder als Nascherei vor dem TV sind es so Gummibärchen. Deshalb Donut, ich würde sie nicht kaufen. Aber es gibt doch diese Donut-Kette-Store, ich weiß nicht, vor vielen Jahren war mal in einem Einkaufszentrum ein Donut-Store, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Dort habe ich auch schon versucht, Donut zu essen, aber naja, eben, wie gesagt, ich finde, es gibt bessere Tage. Tage. Donuts, ich habe hier das nächste Datum angeschaut und habe Tage gesagt. Donuts, ja. That's it, 24.08. Mein Donut steht und er sieht lecker aus. Und heute, 25. August. So sieht's aus. Und es sind Hacks, Real Hacks, stehen darin. 3 Stück. 2 werden wir testen, einen kann ich euch nur vorlesen. Denn, ja, ihr hört es dann. Ich komme von der Arbeit, eigentlich bin ich müde, aber ich erzähle euch. Der erste Hack, da erzählen Victoria und Sarina, dass man eine Spaghetti anzünden kann und quasi wie ein langes Zündholz nutzen kann, um Kerzen anzuzünden etc. Und wie ihr seht, ich habe hier eine Spaghetti. Ich werde sie mal anzünden. Ich hoffe, ich fackle nicht die Bude ab, aber ich denke nicht. Sie brennt. Also das funktioniert schon mal. Ich will es jetzt, wollte gerade sagen, ich möchte es jetzt nicht wagen, wie lange das sie wirklich brennt, denn ja, wie gesagt, es ist Feuer, wir sind in meinem Haus. Ihr seht, so lange hat es also nicht gebrannt. Ich bin sicher, man kann es noch ein zweites Mal anzünden, aber Es kommt langsam. Es funktioniert, denke ich. Es hat gut gebrannt, es braucht einen Moment. Also, Hack Number One hat schon mal funktioniert. Keine Ahnung, was ich jetzt mit der Spaghetti mache. Kommt mal in den Abfalleimer. Der nächste Hack, ich lese ihn euch vor, ist einfacher.
Weiße Sneakers kann man mit weißer Zahnpasta wieder zum Strahlen bringen. Erst die Schuhe mit einer nassen Bürste und einem Kleckspülmittel reinigen und anschließend etwas Zahnpasta auf eine alte Zahnbürste auftragen und damit über die schmutzige Stellen gehen. Kann ich nicht machen, ich habe kein einziges Paar weiße Sneakers, besitze ich nicht, denn genau aus diesem Grund, sie bleiben bei mir definitiv nicht weiß und ja, ich bin nicht ein Freund, der gerne immer Schuhe putzt, habe genug zum Putzen, müssen nicht auch noch meine Schuhe sein. So, und der letzte Hack von Victoria und Sarina, ich packe hier übrigens die Frischhaltefolie aus, denn die benötigen wir. Jeder backt gerne und gibt es ja unzählige Rezepte im Internet. Und die Idee ist eigentlich, dass man während dem Backen, Kochen, wie auch immer, das Nahtel-Handy nicht verkleckert. Und sie erzählen mir jetzt, dass man es mit Frischhaltefolie einpacken soll und somit funktioniert der Touchscreen noch. Mein Handy, ein altes Samsung, ist aber in einem solchen Etui. Ich werde es trotzdem mit Etui versuchen, denn ich würde mein Nahtel nicht immer extra auspacken wollen. Jetzt schauen wir mal, ich packe mal ein, ne? Ja. Gucken wir mal, ne? Könnte schon funktionieren, denn Frischhaltefolie ist ja nicht wirklich dick. Okay. Es gewinnt schon mal nicht einen Schönheitspreis, da ich nicht mag. Ihr seht, ich habe es fällt rum, eingepackt, ne? Und wir schauen mal, ob dies nun funktioniert. Tatsächlich! Tada! Es funktioniert! Das ist aber nicht schlecht, denn ich muss ehrlich sagen, wenn ich koche, ich koche gern mit meinem Handy von gewissen Internetseiten und das ist nicht schlecht. Das ist ein Hack, den ich persönlich jetzt vielleicht wirklich nutzen kann, um mein Nahtel sauberer und hygienischer zu halten. Die drei Hacks. Spaghetti, naja, ich weiß nicht. Erstens, ich habe nicht so viele Kerzen, wo ich wirklich so lange Zündhölzchen brauche, also könnte ich gerade so gut kaufen sonst. Handy-Hack. Genial! Weiße Sneakers, wie gesagt, habe ich leider nicht. Das war's für heute. Morgen geht es weiter und bis morgen. Guten Morgen! 26. August und Victoria und Sarina möchten gerne, dass ich mir meine perfekte Lidschattenpalette male. Mit meinen Farben, die mir gefallen würden. Das werde ich tun. Ich werde euch das Endergebnis zeigen. Ich werde jetzt schon... Nein, ich kann es nachher sagen. Ich beginne jetzt zu zeichnen. Ich habe meine Farbstifte gefunden. Ja, ich zeichne und blende es wieder ein. Ungefähr so würde sie aussehen. Ich muss dazu aber sagen, es wären bestimmt Highlighter, also mit Pigmenten drin und Glitzergedönse darin, denn ich mag das noch in der Mitte ein Bäm zu setzen. Ich mag im Moment extrem so Blautöne, auch Grün, das wäre die Base. Ich bin aber noch nicht geübt im Schminken mit Blau, denn ich bemerke, sobald man etwas darüber malt, dass das auffällt eher wie ein Veilchen. Naja, ich übe aber noch. Mir gefällt die Farbe und ich finde, sie steht mir auch. Was ich auch mag, und das tanzt gerade aus meiner Palette, die ich gemalt habe, komplett raus, sind so Erdbeer, Lila, Rot, also nicht Rot, Lila, Violett etc. Töne und die gefallen mir wirklich auch. Dabei ist sicher eher etwas Dunkles und ein Grau, damit man arbeiten kann und einen kompletten Look schminken kann könnte. Ich weiß, die Möglichkeit besteht, glaube ich, von MAC gibt es so einzelne Dosen, die man kaufen kann und eine Palette, wo man es reinstecken könnte. Ich habe aber so viele Paletten, also ich denke, das reicht. Morgen geht es weiter, seid gespannt. 27. August. Und mein Gott, ich habe die Aufgabe gelesen.
Nimm so viele Stifte in die Hand, wie du kannst, und schreibe den Namen deiner Mama. Kannst du ihn noch lesen? Meine Mama hat einen langen Namen, das ist Christine. Und also wirklich viel Platz für viele Stifte habe ich nicht. Ich versuche mal, so viele Stifte wie möglich in die Hand zu nehmen. Ich greife einfach rein und versuche gleich lange zu nehmen. So schlau bin ich mal. Das geht doch gar nicht mit diesen Stiften. Ich glaube, ich muss Farbstifte nehmen. Wartet, Leute, das geht ja gar nicht sonst. Nimm so viele Stifte in die Hand, wie du kannst. Also, ich nehme jetzt die ganze Dose. Das sind 18 Stück. Das geht doch gar nicht. Guck das mal an, wie soll das gehen? Und jetzt schreiben, dann bräuchte ich ein A4-Blatt. Soll ich mal CH wenigstens schreiben? Ich denke, es geht nicht. Ich versuche. Ich bin hier unten, ne, aktiv. Ein R hat auch noch Platz. Ich habe nicht Christine geschrieben. Nur, also CHR. Ich muss lachen, Leute. Wisst ihr, wie das aussieht? Kennt ihr von lieben Bekannten, die am Kühlschrank irgendwelche Kinderzeichnungen haben? Es könnte auch eine sein. Also hier wäre das C, da wäre das H und hier das R. Mehr hatte nicht Platz. Es ist so doof, dass ich wieder lachen muss. Sorry, Victoria und Sarina. Aber das ist echt doof. Oh Gott. CHR. In Kinderschrift. Et voilà. Leute, das war's. So, heute haben wir den 28. August. Und Victoria und Sarina fragen mich, wie oft pro Woche isst du Schokolade? Ich nasche eigentlich schon noch gerne, ich esse aber sehr gerne Gummibärchen zum Beispiel, also Süßkram in Form von Fruchttieren, oder ich liebe es, Chips zu essen. Das ist meine größte Sünde, Salziges. Ich bin ein salziger Typ, deshalb, ich würde aber trotzdem sagen, einmal pro Woche esse ich in irgendeiner Form Schokolade, es ist dann eher ein Snickers oder so. Also ich würde sagen, einmal. Dann fragen sie noch, wie oft verschläfst du pro Woche? Und das kommt wirklich nie vor. Das war zur junger Zeit, also wo man noch im Ausgang war oder man mochte nicht aufstehen, hat den Wecker nochmal abgestellt. Aber ich bin der Typ, der Wecker läutet, klingelt und ich stehe sofort auf. Dann fragen sie noch, wie oft pro Woche gehst du spazieren? Spazieren selber nicht direkt, das mache ich nicht. Wann dann? Gehen wir eher wandern, also heißt Rucksack anschnallen, Wasserflasche dabei, eine kleine Zwischenverpflegung und dann geht's los. Leider kommt das in letzter Zeit auch nicht sehr häufig vor, also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht, wenn man das auch unter Spazieren gehen nennen darf, einmal im Monat. Ja, das sind die drei Fragen, die sie mir heute gestellt haben. Mal schauen, was sie morgen dann so von mir möchten. Guten Morgen. Ich spreche nicht allzu laut, weil bei mir zu Hause wird noch geschlafen. Aber ich muss 2 Tage nachholen, denn gestern hatten wir Besuch und ich kam ehrlich gesagt nicht dazu. Aber sie verlangten, dass ich Namen herausfinde für Einhörner. Ich bin zu alt für einen Einhörner, aber trotzdem sind mir 2, 3 Namen in Sinn gekommen. Der eine Name, wo ich mein Einhorn nennen würde, wäre Horny oder Sonnenschein, Wonder oder Sweetie. Mehr ist mir nicht in den Sinn gekommen, denn ich bin wirklich zu alt für Einhörner. Mir fehlt definitiv anscheinend die Fantasie. Für den heutigen Tag hätten Sie gerne, dass ich mein Buch Spring in eine Pfütze an eine Sehenswürdigkeit
halten würde, ein Foto machen würde und dies auf Instagram oder so mit einem Hashtag versehe und poste. Aber liebe Leute, ich muss heute noch arbeiten. Das heißt, bei uns, ich weiß nicht, das seht ihr wahrscheinlich nicht, es regnet in Strömen und ich gehe definitiv nicht raus und bei mir zu Hause besitze ich wirklich keine Sehenswürdigkeit, wo ich so ein Foto gestalten könnte, dass es Sinn macht. Deshalb wird die Woche beendet mit einer Aufgabe, die ich leider, leider nicht erfüllen kann. Seid gespannt, nächste Woche geht es weiter und ich sage ciao.